Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owner aus US und guck mal, wen ich hier habe. Da ist der Uwe. Moin, ich bin Uwe von T&T Immobilien. Ja, genau. Und wir wollen euch eine Geschichte erzählen und diese Geschichte kommt nach dem Intro. Wir sind nämlich hier an einem Ort und das wollen wir euch erzählen. Ein historischer Ort. Ganz historischer Ort. So, das ist der Ort hier, wo ich Uwe kennengelernt habe. Und guck mal hier, wir sind ganz tolle Autos hinter uns. Hier ist eine ganz alte Corvette hinter uns. Corvette. Corvette. C2 Corvette. Eine C2 Corvette. Und dann ist eine ganz neue dahinter. Eine C7 Corvette. Die dann irgendwann mal seine Frau aufgegeben hat. Meine Frau hat eine C5. Ah, der hat eine C5 gehabt. Okay. Und es war hier. Und ich habe natürlich mein Auto hier stehen lassen und war, wie ich immer so frech bin, ich musste bei den Oldtimer-Events da erscheinen und musste ich mit meinem Tesla angucken und kommen und natürlich auch noch meine Tesla-Jacke anziehen. Ja, genau. Und wir waren hier und haben die Boostbombs gesehen. Die Boostbombs haben wir hier mal vor 6 Jahren vor Lake Havasu kennengelernt und haben dann mitbekommen, dass sie hier im Rhythm Room, das ist nämlich die Kneipe, so heißt der Laden, spielen. Und dann haben wir gesagt, da sind wir natürlich dabei, das gucken wir uns an. Und zu der Zeit, das war vor 4 Jahren, da hatte ich schon einen Fisker Karma, glaube ich, und hat mich für Elektromobilität interessiert. Und dann stand hier zwischen all den Oldtimern und Red Rods ein Tesla. Ich dachte, was ist das für ein Spinner? Das ist ein Idiot. Den muss ich mir suchen, weil da habe ich bestimmt ein paar Fragen. Und dann habe ich dich gesucht und du hast natürlich groß und blond mit einer Tesla-Jacke. Genau. Und da hat er mich angesprochen, in Englisch natürlich, wie sich das gehört hier in Amerika. Ne? Und dann hat er meinen Akzent erkannt, den habe ich noch nie verloren, den Akzent. Und dann hat er gesagt, lass uns Deutsch sprechen. Ja, wollen wir mal Deutsch sprechen. Und dann haben wir angefangen, Deutsch zu quasseln. Genau, und so ist eine Freundschaft entstanden. Wir haben ja schon einige Videos gemacht mit euch oder für euch und auch einige Livestreams, legendär mittlerweile. Und er kommt noch ein neuer Livestream. Am Mittwoch. Am Mittwoch zu eurer Zeit, 20 Uhr US-Zeit, ist das hier genau um noon, mittags. Ja. Und da werden wir den mal... Und ganz wichtig, das Bier. Bud Light, ne? Bud Light. Nach alter T&T Tesla-Manier gibt es immer noch ein Bier. Mittlerweile heißt es ja T&T Immobility und da gibt es aber auch ein Bier. Ja. Und wir haben am Mittwoch für euch bestimmt so einiges zu erzählen. Ich habe eine super Erfahrung gemacht bei Lucid Air in Silicon Valley, 10 Kilometer südlich von Tesla. Und habe unheimlich viel erfahren und da habt ihr bestimmt einige Fragen zu. Video dazu kommt bei mir auch noch. Wir schneiden hier und arbeiten hier sehr viel an Videos gerade. Aber das Interessante ist auch, da sind einige Leute von Tesla. Hier raucht einer Dope. Ja, genau. Das rieche ich auch. Das rieche ich. Da sind auch interessante Sachen dabei. Wir können keine Bilder direkt zeigen, weil das ist alles noch nicht vorgestellt. Aber es sind wirklich tolle Sachen da und viele Leute, von denen ich kenne, die haben vorher bei Tesla gearbeitet und Uwe hat die auch kennengelernt. Ja, ich habe einige kennengelernt von den Managern da, ganz nett. Also es war ein Gefühl wie zwischen Elon und Franz von Holzhausen zu sitzen und mit denen zu quatschen. So war das bei dem Lucid Event. Das Video dazu kommt bei uns jetzt auch noch demnächst. Ja, und ihr werdet es nicht glauben, da waren natürlich wieder Deutsche dabei. Ja, ja, vier von den von dem Leadership bei Lucid sind Deutsche. Und das ist schon Wahnsinn, ne? Ja. Also, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, wo wir dich kennengelernt haben. Wir haben auf jeden Fall hier zusammen gefeiert, die Boostbombs. Das ist eine Rockabilly-Band aus Calw, aus Süddeutschland. Ja. Und die waren auch auf meinem 50. Geburtstag letztes Jahr, haben da auch gespielt. Und das war super schön, hat richtig Spaß gemacht. Und immer, wenn wir hier in Amerika sind, sind die auch hier. Die machen so eine 4-wöchige Tour durch, die waren Alabama, Texas, New Mexico, überall spielen die. Ja. In Kalifornien. Und das ist natürlich dann ein super Highlight für uns hier im Rhythm Room, immer die zu treffen. Und mit dir zusammen ein Bierchen zu trinken, alkoholfreies Bud Light. Genau. Weil Alkohol kann man nicht sagen, ist da nicht drin, aber ich liebe das Bier, wie ihr alle wisst. Und wir sind auf der Afterparty nach dem Event. Das ist hier Rockabilly-Event mit 3 Bands. Die mittlere Band ist die Boostbumps. Und die kommen alle für Lucky Duck Rescue. Und da sammeln wir, das wisst ihr schon, das Video habt ihr schon gesehen. Lucky Duck Rescue, Entschuldigung, ist... Da geht es um Hunde, ne? Ja, genau, es geht um Hunderettung. Das macht meine Frau und wir sammeln hier und die Bands spielen voluntarily, also freiwillig. Nehmen da keine Gagen für. Und es ist immer ein toller Event. Beide mit Sonnenbrillen, das ist uncool, ne?
Ja. Könnt ihr uns vielleicht sehen? Nee, wir gucken ja direkt in die Sonne. Ja, rein. Das geht nicht. Wir geht, das geht nicht. Wir, ja. Die Sonne ist hier immer stark in Arizona und ist nicht empfehlenswert, keine Sonne aufzusetzen, wenn man direkt in die Sonne kommt. Ja. Sonnenbrille ist wichtig für, zum Schutz eurer Augen. Also, wartet auf den tollen Livestream. Wir haben wieder viel was zu erzählen und wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid. Und Mittwoch 20 Uhr. Mittwoch 20 Uhr. Und wir haben Spaß dabei und ihr habt Spaß dabei auch. Arne ist wahrscheinlich auch dabei und moderiert. Ja. Weil wir können ja bei den ganzen Fragen den Bildschirm gar nicht ablesen. Also seid dabei, ich freue mich auf euch. Es ist immer ein Highlight für mich hier in Arizona. Meistens machen wir zwei, ne, Livestreams. Ja. Vielleicht wir machen jetzt den ersten nächsten Mittwoch. Vielleicht machen wir am Ende unseres Aufenthalts noch einen. Müssen wir mal schauen. Ja. Und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ja. Und ihr wisst ja, ne, Elektroauto steht da, dann lädt er. Klar. Tschüss. I pressed and say, I went and said.